Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Assassin's Creed Odyssey. Töten oder nicht töten, haben wir abgeschlossen. Ja, eine schwierige Entscheidung und mehrere Aufgaben stehen uns nun zur Verfügung. Wir sind hier in Arkadien und haben ein ziemlich hohes Kopfgeld beim letzten Mal hier bekommen. Vielen Dank dafür übrigens. So, wir haben jetzt mehrere Quests, die auf uns warten. Weiße Lügen der Erpressung, genau, das ist das, was wir jetzt als erstes angehen werden. Beim letzten Mal haben wir nämlich hier die Aufgabe bekommen von unserer Mutter und Brasidas hier in Arkadien jemanden auszuschalten auf die eine oder andere Art. Der Archon, der Anführer hier von den Arkadiern und der mächtigste Mann, hat ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt, weshalb wir alle Kopfgeldjäger, ihr seht, in allen Bezirken auf uns aufmerksam geworden sind. Und zum anderen haben wir das Problem, dass er der Anführer des Landes hier ist. Nun ist die Frage, eliminieren wir ihn oder lassen wir ihn leben? Brasidas hat sich dafür, hat gemeint, dass wir ihn leben lassen sollten, da sein Tod für Chaos und Zerstörung sorgen sollte und er früher ein anderer war. Doch wir wissen, mit Kultisten gibt es eigentlich nur eine Methode, wie man abrechnet, und das ist normalerweise die da. Genau. Und mit unserer Axt sollte es super leicht fallen. Wir sind ja der Minotaurus. Wir schauen mal, wie das jetzt so läuft. Als erstes folgen wir jetzt mal Brasidas Weg der Vernunft, weil ganz ernsthaft, man, beim letzten Mal sind wir Brasidas gefolgt und ich bin mir sicher, nur deswegen ist er jetzt hier unterwegs und hilft dich. Es gibt dreimal mehr Tiere als Menschen. Ich sollte auf Raubtiere achten. So. Tja, Raubtiere haben wir genug. Apropos Raubtiere, da sind welche. So. Gut. So, jetzt als erstes sollen wir uns hier mal mit Brasidas treffen. Das machen wir nun mal. Es ist immer der Vorteil, dass die Sonne untergeht. Das heißt, sollten wir jetzt irgendwas Schwereres wieder machen, haben wir wieder den Vorteil vom Schutz der Nacht. Aber lassen wir uns überraschen, was da Schönes auf uns zukommt. Ich habe immer einen schönen weißen Phobos inzwischen und der, mit dem klappt das schon irgendwie. Du bist da. Lagos lebt also noch. Was ist das hier für ein Ort? Lagos ist ein Mann des öffentlichen Lebens in Arkadien. Hier befasst er sich mit dem privaten Ding. Bitte sag mir, warum hilfst du einem Mann, der meine Mutter und mich tot sehen will? Ich kenne Lagos schon ewig. Er versorgte mich mit Vorräten, als meine Soldaten hungerten. Ein so unehrenhaftes Verhalten passt überhaupt nicht zu ihm. Und wonach genau suchst du? Wenn wir herausfinden, wer Lagos manipuliert, ist Blutvergießen unnötig. Ich dachte, Spartiaten trinken Blut zum Frühstück. Ich hatte genug für zwei Leben. Ich habe noch Hoffnung. Du verweichlichst, Brasidas. Als Leonidas bei den Thermopylen fiel, schlossen wir uns gegen einen gemeinsamen Feind zusammen. Athener und Spartiaten kämpften Seite an Seite. Was ist los? Jemand ist hier. Wurdest du verfolgt? Nein. Gut. Hast du den Brief von Lagos? Hab ich. Wir müssen ihn zum verbrannten Baum nahe eines goldenen Feldes bringen. Dort wird uns jemand treffen und ihn zum Versteck bringen. Ein Brief von Lagos? Er könnte unsere Fragen beantworten. Ich folge ihm. Du durchsuchst weiter das Haus. Sparta hat dich vermisst. Ah ja. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich habe mich vermisst. So. So. Was war das für eine Sicht, Mann? Gut. Schauen wir mal kurz. Habt ihr schon übrigens gemerkt, wir haben einen erweiterten Radius. Ich merke zwar nicht so richtig, dass der uns was bringt, aber egal. Da sind übrigens schon die ersten Kopfgeldjäger wieder. Aber das ist einer, der uns sogar nicht verfolgt. Halleluja. So, das ist ein Silo. Wenn ich das jetzt anzünde. Machen wir das jetzt. Oh, brennt. Explodiert das jetzt? Woohoo! Oh. So, es steigt unser Kopfgeld wieder. So. Okay, wir müssen halt nur auf. Oh, das ist die Kultistenwache. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. So sieht's aus.
Oh, Ikaros! So, Mann! Jetzt kugel doch da nicht herunter. Kugel doch da nicht herunter. Das geht ja gar nicht. Okay. So, haben wir das auch? Ja, aktuell scheint wieder Brazi das Weg irgendwie der diplomatischere Weg zu sein. Ein Spartiate Diplomatie besitzt. Da kann irgendwas nicht stimmen. So, Kopfgelderjäger. Den müssen wir ganz sicher besiegen. Super. Ja, ja, hier, den wir eliminieren, ist uns nicht im Weg, oder? Agnat? Ja, okay. Der lässt uns sogar in Ruhe. Der verbrannte Baum. Und wenn er schon mal jemanden in Ruhe lässt, dann muss man das doch genießen. Mein Freund, doch, wie ein Adler. Schweig, oder ich bring dich zum Schweigen. Bleib ja, wo du bist. So, hallo Adler. Zack. Okay, aktuell sehe ich aber nicht mehr. Wo sind die anderen Lürlis? Da haben wir sie. Okay, das eine gefangene Frau. Freddy fangen. Ja, machen wir gleich, aber davor erstmal die Kultisten eliminieren. Was ist so wichtig an einem Brief, dass sie uns brauchen? Malaka, jeder könnte dem Boten direkt zu der Familie folgen. Familie? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was für eine Familie? Sofort stehen! Ist was? Muss ich überhört haben. Ärgert. Ist es nur so ärgerlich? Ja, wenn ich einen Flammenfall machen würde, dann könnte ich die Kultisten mit einem Schuss töten. Aber so leider nicht. Aber so geht's ja auch. So. 1500 Erfahrungs. Komm her. Haben wir es egal. Wäre geil, wenn wir es schaffen, die ganzen Kultisten stealthy zu eliminieren. Zack. Hä, was ist mit meiner Serie? Schon wieder abgebrochen, oder? Okay, gut. Und der Penner auch noch. Zack. So. Kultisten, Schweine, eliminiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es, von wem ist es die Familie? Ich kam mit Lagos Familie hierher. Ich dachte, man bringt uns um. Wo sind sie? Unter der Erde. Stark bewacht. Geh und berichte meinem Freund Brazi das von all dem. Du findest ihn in einem alten Bauernhaus nordöstlich von Tegea. Das werde ich. Ich danke den Göttern für deine Hilfe. Kann sein, dass ich da Kernsilo in die Luft gesprengt habe. Begib dich zum Versteck. Aber verdammt, Mann, Brazi, das hat echt recht gehabt. Wir hätten jetzt sofort in die Festung gehen können, Lagos eliminieren können und die Sache wäre gegessen gewesen. Aber ganz ernsthaft, Brazi, das hat schon wieder recht gehabt. Lagos wird hier kontrolliert, so wie es aussieht. Seine Familie ist in der Gewalt hier der Kultisten. Und das ist der Grund, wieso Brazi das hier, der Herr sich dafür entschieden hat, den Kultisten zu folgen, Lagos. Ha, das macht mir irgendwie traurig. Aber leider, mit den Kultisten gibt es nur eine Möglichkeit zu verhandeln. Ein verlassenes Bauernhaus. Das Versteck der Kultisten muss hier sein. Brot, dankeschön. So. Also, hier sind die Kultisten. Genau. Das wissen wir schon, mein guter Alexus. Zack. So. Ich trage jetzt für immer die Maske, damit die Kultisten mich nicht mehr erkennen. Wäre eigentlich ganz geil. Das hätte ich mir noch sehr in dem Spiel gewünscht, dass man
dass man durch Ausrüstung, also wenn ich jetzt entweder spartianische oder Athener Ausrüstung nehme. Ich hoffe, das sind. Die sind oberirdisch. Dass man dadurch irgendwie Boni bekommen kann. Das wäre ziemlich cool gewesen. Also, dass ich mich zum Beispiel mit Spartiaten mich da nicht angreifen, wenn ich immer Spartianer Rüstung habe. Das wäre cool gewesen. So, weiße Lügen und Erpressung. Tja. Aber die Familie von Lagos haben wir noch nicht. Glutenfrei. Daraus soll jetzt mal jemand schlau werden, Mann. Keine Ahnung. Naja, eins ist sicher, die Familie müssen wir retten und danach schauen wir erstmal weiter, was die hier zu sagen haben. Kannst du ein bisschen schneller laufen, Alex? Das hätte ich gar kein Problem mit. Wartet, nehmen wir den Weg hier. Sonst sehe ich keinen, das heißt. So. Alter, heimlich Killserie. Wir eliminieren ja alles stealthig. Awesome. So, marschieren wir einfach mal weiter geradeaus. Der Kult plant irgendwas und der Archon ist definitiv, so wie es aussieht, hier mehr Marionette als Spieler. So. War es das? Ah, da liegt noch einer und da liegt noch einer. Aber die schlafen. Zacke, wir haben den Vorteil der Nacht. So, Nummer 1. Ah, da ist unser Heimlichseher dahin. Alter, seht ihr, wie die jumpen? Nicht schlecht, Mädel. Coole Hüpfer. So, und wer versteckt sich da? Ich bin frei von Schuld. Du hast mich gerettet. Ich danke dir so sehr. Wer bist du? Alexios. Brasidas schickt mich. Gehen wir nach Hause? Ich weiß es nicht. Wir sind seit Tagen in diesem Dreckloch gefangen, ohne eine Nachricht von Lagos erhalten zu haben. Ihr seid frei. Ihr könnt aber noch nicht zu Lagos zurück. Sind die gruseligen Männer noch bei Pater? Hast du vom Kult des Kosmos gehört? Nur Gerüchte. Seit mein Mann diese neuen Geschäftspartner hat, waren wir von Wachen umgeben. Zu unserer Sicherheit, sagte er. Und dann eines Tages brachten uns diese Wachen dann hierher. Sie zwingen deinen Pater, Dinge zu tun, die er nicht tun will. Ich finde Lagos und befreie ihn von den gruseligen Männern. Was wird aus uns? Ich gehe nicht zurück zu diesem Kerl. Und ohne die Wachen schweben wir in großer Gefahr. Geh fürs Erste zu meinem Freund Brasidas. Er erwartet euch bei dem Versteck nordöstlich von Tegea. Wo Lagos seine geheimen Treffen abhält. Bist du böse, Martha? Ich danke dir für unsere Rettung. Wir gehen zu Brasidas. Chere. Glutenfrei abgeschlossen. Die Quests sind echt seltsam. So, oh, und dein Kopfgeldjäger ist direkt auf der Spur von uns. Okay, dann haben wir das ja im Endeffekt hier schon abgeschlossen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Krümel statt Brot. Was haben wir da? Krümel statt Brot. Komm. Was haben wir da? Komm, ich will doch nur den Namen. Krümelstabbro. Jede Quest ist Krümelstabbro. Ach so, das sind, Verbrennung 40. Oh, Level 44 braucht das. Eieieiei. So, da warp ich mich jetzt aber raus. Da habe ich jetzt keine Lust mehr. Nö, warpen wir uns raus. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Entweder wir gehen jetzt, ziehen jetzt ein bisschen durch die Welt. Dann könnten wir den Herrn schwächen. Wir könnten hier seine Leibwachen eliminieren. Und den Kern, die Kornkammern anzünden, was uns natürlich einen guten Bonus hier geben würde. Aber dann, ja, ach, ich weiß es nicht, Mann. Es ist echt schwer, Mann. Also, so wie ich das jetzt hier gesehen habe, hat Brasi das im Endeffekt recht gehabt. Weil er wurde ja im Endeffekt hier gezwungen, Sachen zu tun, die er gar nicht wollte. Ich denke, wir machen das aber trotzdem, weil so oder so, wir müssen ja zu
dem Herrn des Korns hier. Wir müssen ja zum Archon. Und zum Archon kommen wir natürlich sehr schwer, wenn seine Wachen über sind. Das heißt, wir starten die Quest. So. Krümel zu Korn, komm. Wo sind die Aufgaben? Standgericht. Kümmere dich um die Arkane. Lagos, ja. Ist aber echt geil, Mann. Das hat man von Anfang an gesagt. Da ist Lagos, Mann. So, Simon Blusin, belagerte. Wo ist denn die Quest? Cool. Sie taucht überall auf, die Quest, aber ich kann sie nirgendwo annehmen. Ich mach das jetzt. Mir ist das jetzt wurscht. Komm. Weil seine Wachen kann man so oder so erleben. Ja, super. 46. Ja, natürlich kommt der Penner jetzt. Das heißt, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Gummi geben. Aber wir haben eh nur noch zwei Kopfgeldjäger. Also ihr seht, das löst sich in Wohlgefallen auf. Das Kopfgeld hier. Es wäre jetzt echt dramatisch, wenn wir immer ständig... Nee! Scheiße. Von wegen. Das ist doch gerade wieder gestiegen, oder? Keine Ahnung. So, Krümelstadt gut. Das müssen die Unterkünfte sein, von denen Martha sprach. Schauen wir uns mal die Situation hier an. So, wer ist das? Das ist ein unwichtiger Kopfgeldjäger. Da ist ein Spatiat. Da ist eine Schatzkammer. Komm her, Säckele. Was muss ich eigentlich machen? Sicherte die Truppenunterkünfte der Tigier. Okay, also ich muss alle eliminieren. Obwohl, nee, warte. Sichere. Was heißt denn sichere? Schon alle eliminieren, hätte ich jetzt mal gesagt. Kann ich dann den Busch davor auch? Alter. Jo, warte. Machen wir es doch stealthig. Ja, da ist jemand. Oh nein, steht der Penner von drinnen auf. So. Gleichzeitig senken wir ja noch schön die Startstärke. So, endlich mal wieder Wachen, die wir ausschalten können. Muss ich mir jetzt schnappen. Aber das Problem werden dann die anderen Typen sein. Okay, erstmal verzieht er sich. Ich würde gerne den Hauptmann hier noch ausschalten. Danach sollte der Rest ja kein Problem mehr sein. Bitte geh nicht rein, bitte geh nicht rein, bitte geh nicht rein. So. Ah, verdammt, es sind ja noch drei. So, und jetzt ist unser Kopfgeld gleich wieder Stufe 3. Genau, sehr schön. Die Unterkünfte wären erledigt. Lagos hat aber noch immer Wachen im Lager und der Festung. Beide befinden sich im Schmugglerwald. So, mein Freund. Dann schauen wir mal, wie du aussiehst, wenn du erstmal von hinten eliminiert wirst. Zack, 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 zack. Brennt mein Schwert? Irgendwie nicht, oder? Naja, so geht's auch. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich wieder drei Kopfgeldstufen habe, aber mei. So, nehmen wir schnell Plan F wie Flucht an und dann raus hier. Vorwärts! Oha, da kommt der nächste Kopfgeldjäger. Ich weiß gar nicht, greift er mich an? Das war ein Kopf, der hat zwar dieses Symbol, aber ich glaube, der verfolgt mich nicht. Ja, wenn sie weiß sind, verfolgen sie mich ja normal, aber der hat dieses Symbol. Habt ihr gerade gesehen, da sind irgendwie ein paar Sachen aus mir rausgehangen. Normalerweise, wenn das kommt, dann stürzt das Spiel erstmal ab. Okay, Leute, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier
Sichere die. Alter, eine Festung! Okay, das könnte ein bisschen schwer werden. Also das Militärlager sollte jetzt nicht so schlimm werden, aber die Festung zu sichern, das könnte hart werden. Nun gut, wir haben es schon eben geschaffen. Gehen wir beim nächsten Mal an und dann schauen wir mal, wie wir mit Lagos verfahren werden. Bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.